Hallo und herzlich willkommen hier bei der Firma Bimex. Mein Name ist Baba Yid und wenn Sie erlauben, führe ich Ihnen heute ein schönes Wohn- und Geschäftshaus aus dem Jahre 1960-62 mal vor. Paar Worte nochmal zu der Lage. Wir sind hier in Wuppertal-Barmen. Da hinten zu meiner Linken ist die Fußgängerzone von Barmen. Das ist unsere Einzelanlage hier. Auf der anderen Seite haben wir die Bundesallee. Das ist unsere B7. Dieses Wohnhaus beherbergt insgesamt 7 bis 8 Wohnungen, 6 bis 8 Stellplätze hier unten, dafür ist sie gleich hin. Und im weiteren Verlauf haben wir hier ein ehemaliges Tanzlokal, das Haus Santa Fe hieß es früher, dafür ist sie jetzt rein, kommen Sie mit. Das gesamte Grundstück 247, die gesamte Wohn- und Nutzfläche beträgt hier 555 Quadratmeter. Das ist unser ehemaliges Tanzlokal. Es ist aktuell, wie Sie sehen, nicht vermietet. Schallschutz, Brandschutz, Lüftungssysteme, Stühle, Tische, Decken, die Bar, die Lichter, alles ist bereit für ein neues Konzept. Insgesamt haben wir hier 165 Quadratmeter Fläche mit den Nebenräumen zusammen. Sogar die Lichtanlagen. Alles funktioniert hier. Ich muss gestehen, ich versuche mich zurückzuerinnern, 1994 oder 95, irgendwo in dem Zeitraum war ich mal, glaube ich, hier drinnen mal gewesen. Es war damals eine sehr schöne Location. Die Geschossdecken sind hier Stahlbeton, wir haben hier ein Satteldach drauf. Die Immobilie wird, ich sage mal, zu 70% eigen genutzt. Also es steht sehr viel leer hier, die Eigentümer haben das bewusst leer stehen lassen, weil die nutzen das als Familie hier. Außer das Ladenlokal, wie Sie sehen, ist leer. Folgen Sie mir. Die Zufahrt dieses Garagentors sorgt dafür, dass wir hier runterkommen. Hier unten befinden sich 1, 2, 3, 4, 5, wenn wir das hier wegtun würden, 6 bis 7 Stellplätze. Die Tiefgarage ist sehr solide, also es ist nicht nass hier unten, es ist trocken, es ist im grünen Bereich. Im weiteren Verlauf hier hätten wir zum Beispiel einen Zugang direkt in das Treppenhaus und da sind nochmal Nebenflächen von dem Tanzlokal. Beheizt wird die ganze Immobilie über eine Fernwärmestation. Das ist Fernwärme, das haben wir in Wuppertal, das ist sehr üblich hier. Und von hier aus geht es wieder hoch. Im ersten Geschoss dieses Wohnhauses befinden sich 1, 2, 3 Wohnungen, 28, 35 und 63. Pro Geschoss haben wir 125 Quadratmeter Wohnfläche und es ist aufgeteilt in 2 Wohnungen, bis auf diese Etage hier. Wie Sie sehen, ist hier eine Grenzbebauung. Das ganze Grundstück ist voll erbaut. Unter mir haben wir das Ladenlokal sowie die Tiefgaragenstellplätze. Wir haben hier auf den Geschossen immer 1, 2 Wohnungen, die sind 63, 62 Quadratmeter groß. Kunststoff-Doppelverglasungen, Lüftungssystem funktioniert hier auch. Die Immobilie wurde errichtet um die 1962 oder so. Hier hätte man noch eine Möglichkeit, ein bisschen rauszubauen, wäre möglich. Stahlbetonbauweise, Travertinstein. Und heute führe ich Ihnen mal eine Wohnung hier in dem Haus vor. Die Räume sind sehr großzügig ausgestattet. Wir haben hier das Wohnzimmer, das Wohn-Esszimmer, im direkten Durchgang, abgeteilt mit einer Schiebetür, die Küche. Diese Ausstattung, die Sie in dieser Einheit sehen, können wir für das gesamte Objekt auch nehmen. Es ist alles so ausgestattet wie hier. Über die Diele erreichen wir das Badezimmer. Dort sehen Sie die elektronischen Durchlauferhitzer. Im weiteren Verlauf hier haben wir das Schlafzimmer. Von diesem Raum aus, wenn man da runterschaut, da haben wir unten die Terrasse. Beziehungsweise das Dach von dem ehemaligen Tanzlokal. Die Besonderheit auf diesen Etagen ist es, dass man diese Einheiten, also auch die gegenüberliegende Wohnung, über diesen Abstellraum quasi zusammenlegen könnte, wenn man möchte.
Eine weitere Tür für die Küche ist auch hier, also das heißt, alle Räume öffnen sich über die Diele. Stromzähler sind auf den jeweiligen Etagen immer. Diese Wohnung ist eigentlich das gleiche, die ist 3 Quadratmeter oder 2 Quadratmeter mehr groß, ist nur spiegelverkehrt. Im Dachgeschoss oben haben wir noch eine ausbaufähige Wohnung, sie ist auch zum größten Teil ausgebaut. Hier im Dachgeschoss haben wir zu meiner Rechten die Waschräume, hier ist die ausgebaute Wohnung und hier haben die Mieter ihre Kellerräume. Auch hier ist alles komplett gedämmt und isoliert. Wir haben nochmal einen kleinen Spitzbodenzugang dort. Ja, das war die Immobilie hier am Wertherhof. Ich wiederhole nochmal ganz kurz die Aufteilung. Im Erdgeschoss 165 Quadratmeter Tanzlokal. Daneben 7 bis 8 Stellplätze in der Tiefgarage. Auf der ersten Etage haben wir 3 Wohnungen, auf der zweiten und dritten jeweils 2. Im Dachgeschoss eine teilausgebaute Wohnung. Der Rest war oben Keller gewesen und noch ein paar Abstellräume unten. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich auf die Besichtigung mit Ihnen hier vor Ort. In dem Sinne, alles Gute.